In Ihrer Petition heißt es, jedem Kind alle Chancen, jeder Lehrperson volle Unterstützung. Warum haben Sie diese Petition ins Leben gerufen? Die Schulen sind ständigen Herausforderungen ausgeliefert oder konfrontiert mit ständigen Herausforderungen. Und die Belastungen werden einfach nicht weniger, sondern die Belastungen nehmen zu, weil alles, was in der Gesellschaft passiert, einfach auch gleich in der Schule sich niederschlägt und auch dort behandelt werden muss. Und von dem her haben wir jetzt gedacht, wir bekommen eine neue Bundesregierung und Bildung muss wieder in den Mittelpunkt der Bundesregierung und der politischen Arbeit kommen. Und das war ausschlaggebend, dass wir uns jetzt zu 5 Punkten in einer Petition entschlossen haben. Schauen wir uns diese 5 Punkte konkret an. Sie fordern zum Beispiel, dass sich Klassenführung finanziell lohnen muss. Was sind denn die Probleme, wenn es um die Entlohnung des Lehrpersonals geht? Klassenführung ist eine ganz besondere Aufgabe, die man in den Schulen zu erledigen hat, weil das die höchste emotionale Verbindung zu den Kindern ist. Und Beziehungsarbeit ist das Wichtigste oder eines der wichtigsten Dinge, die man mit den Kindern und den Lehrerinnen hat. Und von dem her ist es wichtig, dass diese Arbeit, die auch sehr zeitintensiv ist, auch besonders belohnt wird. Weil früher war Klassenführung einmal als Wertschätzung für Kollegen und Kolleginnen gedacht und ist doch so angenommen worden. Jetzt gibt es sehr hohen administrativen Aufwand bezüglich der Klassenführung, auch sehr viele Elterngespräche. Und da sind wir der Meinung, dass das extra und besonders belohnt gehört. Konkrete Zahlen, was stellen Sie sich vor an Bezahlungen? Also wir haben jetzt ungefähr 116 Euro und das könnte man schon verdoppeln, wäre uns besonders recht. Schauen wir uns die Schülerzahlen an. Wo liegen die da im Moment in den Klassen in Österreich? Also es gab einmal eine Klassenschülerhöchstzahl, das war 25. Das ist gefallen mit einer bundesweiten Regelung und jetzt ist die Klassenschülerhöchstzahl gar nicht mehr gegeben. Das heißt, man könnte auch bis zu 30 Kinder in einer Klasse haben. Natürlich ist das, um zu unterrichten, eine sehr, sehr hohe Herausforderung und eigentlich gar nicht möglich. Wir haben aber derzeit in manchen Klassen in Wien 27, 28 Kinder. Die Herausforderungen sind besonders hoch, weil ja die Kinder auch besondere Herausforderungen, besonders in Ballungszentren, oft mitbringen. Da sprechen Sie davon, dass die vielleicht nicht Deutsch können, die Kinder? Oder was sind denn die Probleme zum hier Beispiel konkret? Sind es die Kinder, die nicht Deutsch können. Da gibt es eh ein System, das wir nicht besonders befürworten. Man lernt jetzt Deutsch in Deutschförderklassen. Das heißt, diese Kinder, die nicht Deutsch können, sind segregiert von einer Stammklasse. Das heißt, die haben gar nicht die Verbindung zu vielen Kindern, die Deutsch sprechen würden. Sie sind segregiert. Und das wäre vielleicht schon ein Punkt, wo man auch hinschauen müsste, dass man dort etwas macht, was man als besonders gute Integration sieht, weil es wäre integrierte Sprachförderung angedacht. Man im zweiten Punkt vielleicht auch noch. Welche Klassenhöchstzahl sehen Sie da maximal in Österreich? Also es wäre für manche Klassen vielleicht sogar gut, wenn 15 Kinder drinnen wären, 20 Kinder sehe ich als ausreichend an. Wenn man sich umhört bei den Lehrerinnen und Lehrern, da hört man oft Horrorgeschichten, dass die Polizei alle 2 Wochen in die Schulen ausrücken muss, weil die Kinder auf das Lehrpersonal losgehen oder sogar mit Waffen in die Schulen kommen. Was fordern Sie denn konkret in diesem Bereich? Also jeder Vorfall, der gemeldet wird oder der vorkommt, muss gemeldet werden. Und man muss sich jeden Vorfall auch annehmen, was sind die Gründe dafür. Und man braucht dazu natürlich auch besonderes Supportpersonal. In Wien gibt es jetzt demnächst gleich ein neues System, das sind die Multiprofs. Das heißt, wir haben uns bemüht mit der Stadt Wien und der psychosoziale Dienst ist uns sozusagen da auf unsere Vorschläge auch eingegangen und hat sich mit uns zusammengesetzt und da werden jetzt professionelle Teams gebildet aus klinischen Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Schulpädagoginnen und die werden dann sozusagen an 3 Schulstandorten je pro Person sein und sollen als Eingreifstruppe für Kinder, die halt Wutausbrüche oder sonstige Geschichten zur Verfügung stehen. Ein Wutausbruch ist immer ein Hilferuf auch für ein Kind. Und daher haben wir sozusagen schon die Meinung, dass die Kinder, sie werden halt oft in manchen Bereichen dann suspendiert, das heißt, ihnen wird der Unterricht verwehrt. Aus unserer Sicht kann eine Unterrichtsverwehrung nicht das allerletzte Heilmittel sein, sondern in dieser Zeit muss das Kind begleitet werden und es braucht auch eine Begleitung für Kolleginnen, denn auch die müssen das erst einmal überwinden, dass mit einem Kind sowas passiert ist.
Sie sprechen auch die Ausbildung der jungen Kolleginnen und Kollegen an. Da fordern Sie praxisfitte, voll ausgebildete Lehramtsabsolventinnen und Absolventen. Was ist denn diese praxisnahe Ausbildung? Welche Forderungen stellen Sie denn da konkret? Also jetzt ist die Ausbildung sehr, sehr wenig praxisorientiert. Das heißt, unsere jungen Kolleginnen werden in der Praxis nicht darauf vorbereitet, was in der Schule und im Schulalltag auf sie sozusagen einströmen kann. Und daher haben sie auch wenig Handlungsspielraum, was das betrifft. Und wir fordern, dass es in der Ausbildung eine große Praxistauglichkeit geben muss. Das heißt, vermehrt muss man in den Schulen unterrichten während der Ausbildung. Das hat es früher gegeben. Da hat es zweiwöchige Praktikas gegeben am Anfang der Ausbildung. Da hat man gewusst, so schaut es in der Schule aus. Ich brauche da Unterstützung. Ich brauche da Praxismöglichkeiten. Und das wäre eine große Forderung, weil unsere Kollegen und Kolleginnen, die in die Schule kommen, die brauchen jetzt Unterstützung von unseren Kolleginnen und Kollegen, die ihnen auch gerne gewährt wird. Aber die Ausbildung muss so lösungsorientiert sein, dass die Kollegen gut vorbereitet sind. Wie schaut denn die Ausbildung aus? Kann man auch quer einsteigen, wenn man sagt, man möchte den Lehrermangel aufwiegen? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also wir haben eine Menge Sondervertragslehrerinnen, die haben keine adäquate Ausbildung, aber sie sind im Schulalltag herzlich willkommen und gerne und wir brauchen sie alle. Für die bräuchte man allerdings auch zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten, denn es ist nicht so einfach, ohne eine adäquate Ausbildung im Schulalltag in all diesen Gesetzeslagen sich zurechtzufinden. Für die Quereinsteiger gibt es auch, die sozusagen zertifiziert werden, weil sie eine andere akademische Ausbildung mitbringen. Die gibt es dann für den Mittelstufenbereich. Und ganz neu gibt es jetzt auch Quereinsteigerinnen. Die müssen alle eine akademische Ausbildung mitbringen und dann einen Zertifizierungslehrgang, also eine Zertifizierungsstelle übers Ministerium machen und dann einen Hochschullehrgang abschließen. Jetzt fordern Sie diese 5 konkreten Punkte. Wie soll denn das Ganze finanziert werden? Ich glaube, dass die Kinder und die Ausbildung unserer Kinder der Politik so wichtig sein müssen, dass man da die notwendigen Ressourcen für jedes einzelne Kind, aber auch für alle Arbeitsbedingungen unserer Lehrer und Lehrerinnen zur Verfügung stellen muss, weil unsere Kinder und die Ausbildung unserer Kinder, das ist die Zukunft unseres Landes. Und wenn alle unsere Kinder adäquat und gut ausgebildet werden können und alle Chancengleichheiten haben, dann werden wir auch in ein gutes Österreich gehen, wo man einen guten sozialen Frieden auch behalten kann. Und das muss die Politik unseren Kindern, unseren Lehrern wirklich zur Verfügung stellen. Jedem Kind alle Chancen, jeder Lehrperson volle Unterstützung. Abschließend, wie kann man denn diese Petition unterstützen? Diese Petition kann jeder unterstützen. Ich glaube, diese Forderungen, die sind für alle verständlich und nachvollziehbar. Unter www.pflichtschule.at/petition/ können Sie unsere Petition unterschreiben. Und ich freue mich über jede einzelne Unterschrift, denn jede einzelne Unterschrift kann bedeuten, dass die Politik Bildung einfach in den Mittelpunkt wieder nimmt und dass Schulen und Lehrer und Lehrerinnen mehr gehört werden und mehr unterstützt werden.